Kino ist Illusion im besten Sinne, haben Sie gerade gesagt, Herr Ministerpräsident. Wir sind hier inmitten des Kongresses Vision Kino 2018. Welche Bedeutung hat der für Sie? Nach wie vor ist Kino ein großes kulturelles Ereignis und auch ein wirtschaftlicher Faktor. Aber es ist eben auch ein Bestandteil von Kunst, Kultur, aber auch von Demokratie. Also insoweit ist Kino für mich immer noch eine erhabene Angelegenheit, um die es sich lohnt zu streiten und auf die man sich einlassen sollte. Und ich freue mich deshalb, dass der Kongress Vision Kino 2018 zum zweiten Mal jetzt in Thüringen stattfindet, also in diesem Jahr Thüringen ausgewählt worden ist. Wir sind ja immerhin ein Kindermedienland mit dem KIKA und mit dem Goldenen Spatz haben wir ja einiges zu bieten. Wir sind aber auch Drehort. Also ob das Schloss Einstein ist als TV-Format oder ob das die unsichtbare Sue ist, also die Unsichtbaren, ein Kinofilm, der demnächst ins Kino kommt. Alles Dinge, die von Thüringen ihren Weg zu den Menschen findet, zu den jungen Leuten findet. Und deswegen bin ich froh, dass der Kongress da ist. Ja. Es geht ja sehr stark auch um das Thema Digitalisierung dieses Jahr, Digitalisierung im Bildungsbereich. Nehmen wir mal das Stichwort Digitalpakt. Wie will man sich da diesen Herausforderungen, auch diesen infrastrukturellen Herausforderungen stellen? Da ist Deutschland noch ziemlich hinten dran. Ich habe viele Länder auf der Welt besucht und festgestellt, dass dort die Digitalisierung und die Digitalität mittlerweile in den Alltag auch als Service so eingebaut ist und auch verwendet wird von den Bürgern, dass damit viel mehr auch an Qualität entsteht. Die digitale Welt verändert uns, sie verändert unsere Innenstädte, sie verändert unser Verbrauchsverhalten, sie verändert aber auch unsere Sehgewohnheiten oder die Aufnahme von Nachrichten und Informationen. Sie ist aber auch eine kulturelle Herausforderung. Fake News seien jetzt nur mal als ein Beispiel genannt und die Frage von Cybermobbing, alles auch Dinge, die mit dieser neuen Kulturtechnik zusammenhängen. Deswegen lohnt es sich, darüber zu debattieren und es lohnt sich auch darin wiederum, den Kinofilm, also das Format Kino zu finden, das eben tatsächlich mit einem guten Drehbuch erstmal gestartet werden kann, mit einer guten, einer zündenden Idee und dann mit Schauspielerinnen und Schauspielern und Technikern, mit Leuten, die ihr Handwerk verstehen, weil die digitale Welt alleine, das Internet der Dinge, das keine Dinge verkaufen kann, das funktioniert nicht. Das Internet ist eine Basis und das, was wir mit hineingeben, das braucht auch weiterhin gute Qualität. Ich gehe nochmal zurück zum Bildungsbereich. Wie soll man, also das Infrastrukturelle ist das eine, aber das andere ist natürlich, wie verankert man das in die Lehrpläne? Wie schafft man wirklich diesen Übergang? Im Moment ist es hat zwei Komponenten. Das eine ist die Frage des Geldes, das wir brauchen. Der Bund hat mit den Ländern vereinbart, dass viel mehr Geld jetzt zur Verfügung gestellt wird. Ich hoffe, dass der Bundestag jetzt endlich die Verfassung so verändert, dass es auch das Geld zügig fließt, weil wir brauchen diese Offensive in allen 16 Bundesländern. Es ist keine Angelegenheit eines einzelnen Bundeslandes, sondern es ist eine deutschlandweite Angelegenheit. Und das Zweite ist, die Digitalität tatsächlich auch zu verstehen. Das heißt, Lehrerinnen und Lehrer müssen sich darauf einlassen. Ein Whiteboard ist eben nicht nur irgendwie eine neue elektronische Tafel, an die man was dran klebt, sondern damit muss man arbeiten. Und am Ende, wenn man weiß, wie man heute auch digitale Prüfungen abnehmen kann, wie man tatsächlich auch standardisiert lernen, damit auf andere Kanäle setzen kann, das verändert uns wiederum. Also brauchen wir auch ein Lernprogramm, der uns Erwachsene, denn wir sind die digitalen Einwanderer. Unsere Kinder werden darin groß. Wir müssen lernen, das zu gestalten und damit umzugehen. Hat sich das Kino geändert heute, also in Zeiten von Netflix und Co.? Das weiß ich nicht so genau. Ich will mal ganz meinen persönlichen Verbraucherverhalten. Ich bin froh, wenn ich mir die Zeit freikämpfen kann, um ins Kino zu kommen. Ich war gerade in Gundermann und ich habe mich darauf eingelassen und es war mir eine große Freude. Meine Frau, die aus Italien stammt, konnte mit Gundermann gar nichts anfangen und war begeistert, als sie den Film gesehen hat. Sie hat gesagt, ich habe viel verstanden, weil da schauspielerisch und tatsächlich in der Form der Dramaturgie etwas rübergekommen ist, was man nicht kennt, wenn man nicht in der DDR gelebt oder nicht in der DDR sozialisiert ist. Und dieses Kinoereignis war für uns mal wieder eine Oase, eine Auszeit. Und im Fernsehen oder im Netflix gab es jetzt eine neue Serie, Babylon Berlin. Am Anfang habe ich das nur politisch gehört. Warum wird das nicht zuerst in den Öffentlich-Rechtlichen gezeigt? Warum macht man das mit Privaten zusammen? Und. Am Ende habe ich gedacht, ich warte jetzt mal, bis ich sehe. Ich habe die ersten drei gesehen, abends im Hauptprogramm. Und danach bin ich auf die digitale Welt und habe alle 16 Folgen am Stück
innerhalb von 2 Tagen in mich aufgesogen, weil es eine völlig neue Form auch von Präsentation ist. Und trotzdem, es bedarf Qualität, es bedarf einer Dramaturgie und es bedarf guten Handwerks, auch mit modernen Methoden. Gut, aber jetzt haben Sie ein Beispiel genommen, das ja unglaublich kostspielig war, die teuerste Serie, die aller Zeiten in Deutschland gedreht wurde. Wie können Sie jetzt vor allem junge Leute ermuntern, zu sagen, die jetzt nicht das Budget wie bei Babylon Berlin haben, selbst was zu machen? Es geht damit los, dass man erstmal anfängt, eine Idee zu entwickeln. Und ich glaube, dass man dann, und da ist ja auch Filmförderung für da, und da sind wir ja auch als Staatskanzlei mit Kulturfonds mit dabei, da ist der Kinderkanal dabei. Also es ist ja nicht so, dass wir nicht auch entsprechend gute Ideen begleiten würden. Aber man muss natürlich die Kraft haben, eine neue Idee auch zu entwickeln. Und ich glaube, dass sich da Digitalität auch wiederum in die Veränderung bringt. Und heute meint ja jeder, bewegte Bilder mit seinem Handy abfilmen zu können und irgendwas reinzusetzen. Den Unterschied merkt man dann ganz schnell. Das eine ist relativ schlechte Geschichte, die keine Nutzer finden wird, und andere fängt an, Aufmerksamkeit zu erregen. Und es gibt Influencer, die mittlerweile, das ist eine völlig neue Form, die mittlerweile 100.000 Follower haben. Und auf einmal setzt die Werbewirtschaft darauf. Also die Grenzen sind fließend, und mein Plädoyer bleibt trotzdem: Am Ende braucht es gute Qualität. Schlechtes wird zu Millionen und Abermillionenfach täglich produziert. Gutes bedarf einer guten Begleitung und bedarf auch längeren Atems. Also ein Plädoyer für starke Stoffe im Kino. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident.